Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren News-Update zum Spiel Farm Together 2. Ja, heute gab es, wie schon erwähnt, wieder ein Update und es gibt die ein oder andere Neuerung, die ich euch dabei nicht vorenthalten möchte. Und zwar haben wir als erstes neue Blumen dazu bekommen. Die erste, die vermutlich bei euch schon freigeschaltet ist, ich weiß natürlich leider nicht, ab welchem Level, ist die dunkelrote Geranie. Die könnt ihr für 10.200 Gold, also richtig viel Asche, pro Feld kaufen. Die gibt euch gerade mal 10 XP, wenn ihr das Ganze einmal setzt, aber sie gibt euch auf Stufe 1 500 Gold, rote Blumen dazu und 124 XP. Die muss oder die darf so gesehen alle 4 Stunden abgeerntet werden. Die nächste Geranie ist eine, ja, noch unbekannte Geranie. Dafür braucht ihr dann Level 20 von der dunkelroten Geranie, also von Stufe 1. Für die dritte Stufe braucht ihr dann von Stufe 1 40 Level und von Stufe 2 20 Level. Für die vorletzte Geranie braucht ihr dann von der ersten, also der dunkelroten Geranie, Level 60. Und ich vermute Level 40 von der zweiten Variante und Level 20 von der dritten Variante. Und ja, leider die allerletzte kann ich euch noch nicht sagen, weil es halt wirklich ganz frisch jetzt erstmal reingekommen ist. Da braucht ihr auf jeden Fall, ich vermute von dem zweiten dann Level 60, Level 40 von der Stufe danach, also von der dritten Stufe und Level 20 von der vierten Stufe. Dann gibt es noch etwas, ja, optisch cooles Neues und zwar findet ihr das hier unter den Gebäuden. Das ist einmal der Vogelfuttertrog, so nennt sich das Ganze. Erhöht die Futterkapazität und Futter pro Ressource eines angrenzenden Tierfeldes. Der Name ist ein wenig irreführend, weil es geht natürlich nicht darum, irgendwelche Vögel zu füttern, sondern dieser Trog hier soll laut den Entwicklern genau die gleiche Funktion haben wie diese normalen Futtertröge. Allerdings sehen die natürlich, wie man schon sieht, optisch komplett anders aus. Was natürlich ziemlich cool ist, weil das so ein bisschen, ja, ich sag mal, zu diesem Western-Stil passt. Das Ganze gibt es dann farblich in 3 Varianten. Einmal so, wie es jetzt oben angezeigt wird. Dann einmal in einem, ja, ich denke, hellen Blau. Leider bricht natürlich gerade jetzt die Nacht an, wenn ich am Aufnehmen bin. Und einmal in einer, ich sag mal, rotbraunen Farbe. Und das nächste wäre dann dieser Futtertrog hier. Ist auch wieder genau das gleiche in grün, beziehungsweise in diesem Fall in, ja, hellblau an den Pfosten. Davon gibt es allerdings auch wieder 3 Varianten von. Ihr könnt dann auch nochmal so diese weißliche Variante, sage ich jetzt mal, mit blau dran nehmen. Oder die, ja, etwas dunklere rote Variante mit weiß dran. Außerdem gibt es noch eine Neuerung, zumindest laut Steam, weil bei mir war kein Ausrufezeichen drin. Es gibt nur noch die weiße Karotte. Ich denke, dass das die hier unten sein wird. Ich persönlich bin eigentlich der Meinung, dass die vorher schon drin gewesen ist, aber sie steht in den News drin, deswegen lasse ich das jetzt mal so stehen. Dafür braucht ihr auf jeden Fall Level 50 von der lila Karotte, Level 25 von der Kyoto-Karotte und Level 15 von der Lobericher-Karotte. Auch nicht zu verwechseln natürlich die weiße Karotte hier mit der Lobericher-Karotte. Die kannten wir schon. Ich fand es nur komisch, dass jetzt hier, wie gesagt, kein Ausrufezeichen dran war. Deswegen war ich der Meinung, dass die vorher schon drin war. Aber es steht unter den News drin. Deswegen habe ich euch das jetzt einmal gezeigt. Als nächstes stehe ich jetzt hier mal als Beispiel neben dem eckigen Pflanzkübel. Warum? Das kann ich euch gerne sagen, weil wenn ihr diesen Pflanzkübel öffnet, war es wohl vorher so, dass ihr ja die Ernte halt eben hier reinmachen könnt und die Blumen reinmachen könntet. Jetzt könnt ihr allerdings auch die ganzen Bäume mit hier ranpflanzen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendeinen speziellen Baum gerne hier drin sehen würdet, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal einfach den hier, dann würde das Ganze so aussehen. Und ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also es müssen ja nicht immer nur Blumen sein, sondern man kann auch mal ein Bäumchen pflanzen.
Das gilt übrigens für alle Töpfe. Also wenn ihr jetzt da hinten diese runden Töpfe nehmt oder ähnliches, da könnt ihr natürlich das gleiche mitmachen. Dann gibt es noch eine etwas größere Änderung. Und zwar werde ich dafür mal den Apfelsalat hier einsacken. Es gibt zwei neue Rezepte. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, wann ihr das erste davon machen könnt, weil es bei mir schon freigeschaltet ist. Aber es gibt das neue Rezept Creme Karamell. Das erfordert zwei Arbeitsschritte, braucht insgesamt 12 Minuten, beziehungsweise ich glaube 12 Minuten pro Arbeitsschritt. Ihr benötigt 6500, ich sag mal Gold, zwei Eier, zwei Milch und zwei Gewürze. Und wenn ihr das Ganze dann, naja, erntet, also abholt, dann erhaltet ihr 68 Edelsteine, einmal diesen Muffin, dieses Muffin-Symbol und einmal 75 XP. Schönen Grüße auch an den Epi, der mir gerade meine Aufnahme versaut. Ja, und das nächste Rezept, was wir noch haben, weiß ich leider nicht, wie es heißt, aber dafür müsstet ihr dann die Kartoffeln auf Level 50 hochgelevelt haben. Und das wäre dann auch wieder hier dieses Törtchen-Symbol. Dann ist noch dazu gekommen das Frühstück. Das benötigt auch wieder zwei Arbeitsschritte, braucht insgesamt 3 Minuten pro Arbeitsschritt. Ihr braucht 6500 Geld, also es ist ein sehr kostenspieliges Frühstück. Einen Weizen, einmal Milch und einmal Marmelade und ihr haltet dann immer, wenn ihr das abholt, 27 Edelsteine, einmal dieses Salatsymbol und 27 XP. Und beim letzten bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass es auch neu ist, nämlich der Obstsalat, nicht zu verwechseln mit dem Apfelsalat, weil der ist nämlich schon eine ganze Weile drin. Der Obstsalat benötigt 2 Arbeitsschritte zu jeweils 8 Minuten. Ihr benötigt 4250 Geld, 2 Äpfel, 5 Birnen, 2 Himbeeren, 2 Ananas und ihr erhaltet 35 Edelsteine, einmal das Törtchen-Symbol und 38 XP. Ich habe gerade noch mal kurz bei den News nachgeschaut. Also es sind tatsächlich 4 neue Rezepte, die dazugekommen sind. Das wäre dann dieses Creme-Karamell, das, wo wir jetzt leider noch keinen Namen haben, das Frühstück und der Obstsalat. Außerdem steht dort noch geschrieben, dass es bei den Quests, die wir machen können, so eingestellt worden ist, dass es endlich weniger Sachen aus dem Haushalt gibt, worüber ich persönlich sehr, sehr froh bin, weil, ja, die dauern zwar nicht so lange, aber sind wir mal ehrlich, man geht halt nicht so oft in die Häuser rein, sondern man sieht dann eher mal schnell auf die Karte, sagt sich, okay, ich farm hier noch was oder pflanze da noch was. Und ja, ich bin einfach nur unterm Strich sehr froh darüber, dass das ein bisschen weniger werden soll. Schreibt mir noch gerne in die Kommentare auf, was ihr euch am meisten freut bzw. gefreut habt, was jetzt veröffentlicht worden ist mit diesen Update. Und ja, ich persönlich bevorzuge ja am meisten neue Blumen, auch wenn ich zugeben muss, dass mein großes Feld an diesen königlichen Nelken, diesen blauen Nelken, dadurch leider schrumpfen muss. Und das auch noch um 10 Reihen aktuell, weil ich ja alles noch doppelt gesetzt habe. Das werde ich dann irgendwann mal zurücksetzen, wenn wir dann entsprechend viele Blumen auch wieder da haben. Ja, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Im Moment ist es halt noch ein sehr, sehr großes Feld, wo man immer gut XP leveln kann und was ich auch persönlich sehr, sehr gerne nutze, um meine Farm aufzuleveln. Wir haben ja leider keine Gerberas mehr. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!